auf knapp 150 Seiten kommt der Leser, die Leserin einem 300 Jahre alten Geheimnis so nah wie möglich. Und zwar so nah, wie es die Gegenwart zulässt. Denn die Freimaurerei mag eine lange Geschichte haben, sie hat aber vor allem eine reichhaltige Gegenwart und wahrscheinlich auch eine Zukunft. Und darum geht es in erster Linie in diesem Buch. Das ist auch Geschichte, sehr viel Geschichte, aber vor allem geht es um Gegenwart und um das Geheimnis, was denn diese Männer, sind ja in der klassischen Form nur Männer, was denn diese Männer miteinander verbindet, so individualistisch sie alle sind. Und ich denke, das ist die spannendste Frage, die in diesem Buch beantwortet wird. Ja, Martin, wie eingangs schon erwähnt, zahlreiche Publikationen gibt es bereits über die Freimaurer. Warum jetzt noch eins? Ja, diese zahlreichen Publikationen verwirren eher, als sie aufklären. Es gibt ja auch zu viel Information. Eine Lawine. Die nicht gesichert ist. Ich habe das auch im Buch drin. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie oft das Wort Freimaurer allein in der deutschsprachigen Wikipedia vorkommt. Und das Einzigartige an unserem Buch ist, dass wir versuchen, also Großmeister Semmler und ich, uns so sachlich wie möglich und so im positiven Sinne kolloquial wie möglich, also im Gespräch und allgemein verständlich, dieser Welt der Freimaurerei anzunähern, dass sie für möglichst viele Menschen, die sich dafür interessieren, aus welchem Grund auch immer, verständlich oder verständlicher wird. Großmeister Semmler, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass die Freimaurer etwas von sich selbst preisgeben, noch dazu vom Großmeister selbst. Wie ist es dazu gekommen? Professor Heidinger hat es schon angesprochen, dass natürlich viele Publikationen besteht. Die meisten Publikationen sind unautorisiert und von Menschen geschrieben, die keinen unmittelbaren Zugang zur Realität der Freimaurerei haben. Die Idee, dieses Buch zu machen, ist entstanden aus einem Gespräch, einer Sendung, die Professor Heidinger gemacht hat, wo ich als Studiogast auch für Interview zur Verfügung stand, und da war unsere Kommunikation so angenehm und so ergiebig, dass dann daraus die Idee entstanden ist, da könnte man ja eigentlich das wiederholen und vertiefen und daraus ein Buch machen, um einmal eine wirklich authentische Interpretation der Freimaurerei zu finden. Also was wird wirklich geheim gehalten? Das wird auch im Buch sehr klar gesagt. Es sind die Namen der lebenden Mitglieder. Alles andere ist gelegentlich in die Öffentlichkeit gebracht worden. Auch unsere Rituale sind immer wieder im gut sortierten Buchhandel irgendwie nachzulesen. Wie mächtig sind Sie tatsächlich jetzt jenseits von Verschwörungstheorien, international und auch im Blick auf Österreich? Also was ich mitbekommen habe, ist es so, dass die Freimaurerei an sich aus so vielen kleinteiligen Vereinigungen weltweit, ich nenne es einmal so, besteht aus Logen, aus Großlogen, die einander oft gar nicht einmal sehr ähnlich sind, dass sie da eine Weltverschwörung nicht ausgeht. Also es gibt dieses Geheimnis, aber worin es besteht, das konnte ich auf 150 Seiten nicht einmal mit Hilfe des Großmeisters Semmler so darstellen, dass man sagt, jetzt habe ich das Buch gelesen und jetzt ist mir alles klar. Der Frage nachzugehen, ob alles über Freimaurerei gesagt wird, ist insoweit ergiebig, weil es kann nie alles gesagt werden. Die Freimaurerei ist ein lebender Organismus. Menschen, die heute in der Gegenwart leben, leben ihre Freimaurerei und interpretieren Freimaurerei möglicherweise etwas anders als vor 100, 200 oder 300 Jahren. Natürlich leben alle nach denselben Prinzipien und unsere Prinzipien sind unverrückbar. Die Interpretation der Prinzipien ist aber zeitgemäß. Und dieses Buch ist eine zeitgemäße Erläuterung aller Themen rund um die Freimaurerei.